Papa, dürfen wir dich im Sand einbuddeln? Na gut, aber nur die Füße. Oh, ich dachte ganz. Ja, so wie damals am Badesee. Oh nein! Ich freue mich schon so auf den Badesee. Dauert es lange, bis wir dort sind? Nein, wir müssen nicht weit fahren. Und sobald Papa fertig ist, können wir los. Ich muss nur noch irgendwie diese Picknickdecke befestigen. Muss die denn unbedingt mit? Ja, wir müssen ja irgendwo drauf sitzen. Ich sehe nichts mehr, Papa. Ach, dann muss diese Decke jetzt halt aufs Dach. Fahr mir hinterher, Lena. Ja, aber warte, Mama. Ich muss erst noch aufsteigen. Ich fahre hinterher und passe auf dich auf. Sind wir bald da? Ja, es ist, glaube ich, nicht mehr weit. Ja, wir sind da. Ich freue mich schon auf die Abkühlung im See. Fahren wir vor bis zur Sandbucht? Ja, du darfst vorausfahren. Am besten, wir lassen die Räder hier hinten stehen und suchen uns einen schönen Liegeplatz. Ich will da vorne ganz nah am Wasser liegen. Ja, ich auch. Schau mal, da ist noch ein Platz frei. Ich will sofort ins Wasser. Aber erst noch eincremen, damit du keinen Sonnenbrand bekommst. Ich will auch ins Wasser. Dich creme ich auch gleich noch ein. Und dann musst du noch deine Schwimmflügel anziehen. Dann könnt ihr gehen. Papa, pustest du uns noch die Luftmatratze auf? Das wäre cool. Ja klar, das mache ich. Ich glaube, die haben wir noch im Fahrradanhänger. Ich hole sie. So, alle startklar? Dann ab ins Wasser! Juhu! Oh, gar nicht mal so kalt. Ich schiebe dich rein, Anna. Ja! Boah, das ist angenehm. Eine wunderbare Abkühlung. Wir kommen! Anna, komm doch auch mal rein. Okay. Das ist mir zu kalt. Ich will lieber wieder auf die Luftmatratze. Wenn man eine Weile drin ist, ist es gar nicht mehr kalt. Man muss sich nur immer etwas bewegen. Guck mal, da drüben taucht einer. Cool, ich würde auch gerne mal tauchen. Du musst erst mal schwimmen lernen, Anna. Hey, Hilfe, meine Badehose ist weg. Also ich finde das nicht lustig. Das ist eine Unverschämtheit. Nanu, was man hier im See so alles findet? Das ist ja unglaublich. Was mache ich denn jetzt? Papa, schau mal da drüben. Hey, sieh da, ist das Ihre Hose? Ja, das ist sie. Warten Sie, ich komme rüber. Tut mir leid, das war keine Absicht. Okay, ich bin froh, dass ich sie wieder habe. So, jetzt reicht's mir erstmal. Ich gehe wieder raus. Oh, schade, Papa, wir wollten doch noch ein wenig im Wasser bleiben. Ja, du warst doch gar nicht lange drin. Wir können ja Mama fragen, ob sie noch mit ins Wasser geht. Mama, kommst du mit ins Wasser? Ach, ich lese gerade so was Interessantes. Ich komme später mit ins Wasser. Ach, Mann. Anna, ich habe eine Idee. Wir spritzen Mama nass. Oh ja, das machen wir. Das ist lustig. Wir machen den Anna ganz voll. Ja. Boah, das ist voll schwer. Jetzt schnell zu Mama, aber sei ganz leise. Alles klar. Oh, alles nass. Warte, wenn ich dich kriege. Elti Betty, ich bin schon im Wasser. Jetzt habe ich dich. Ah! So, jetzt waren wir immerhin alle schon mal im Wasser. Thank you.
wir dich einbuddeln? Na, von mir aus. Das macht Spaß. Wir bauen einen riesen Sonderraum um Papa herum. Ja, bis man Papa gar nicht mehr sieht. Aber den Kopf lasst ihr schon noch rausgucken, ja? Ja, ja, Papa, keine Sorge. So, nur noch hier hinten ein wenig. Mama, schau mal. Papa ist ganz eingebuddelt. Sieht ja lustig aus. Und ich habe noch eine Idee, was wir noch machen könnten. Ha, muss das sein? Ich kann mich ja jetzt schon kaum mehr bewegen. Papa, jetzt bist du ein Strandzwergi. Oh je, bis ich hier wieder rauskomme. Und jetzt noch Wasser drauf gießen. Ist das Wasser kalt? Oh, der Eisverkäufer. Wollt ihr ein Eis? Au, ja! Ich will auch eins, aber ich muss mich erst auspuddeln. Ich nehme Vanille. Und ich nehme Erdbeer. Für mich bitte Schokolade. Sehr gerne. Einen Moment bitte. Und für mich bitte Pistazie. Danke. So, hier bitteschön. Danke. Tschüss. Ich glaube, der Eisverkäufer hat einen neuen Wagen. Stimmt. Wisst ihr noch letzten Sommer? Da kam der Eisverkäufer auch immer. Puh, ist heute ein heißer Tag. Eigentlich viel zu heiß zum Bügeln. Naja, jetzt bügele ich noch dieses eine Hemd von Michael und dann höre ich auf. Ich könnte doch die neuen Gartenmöbel aufbauen. Das ist eine gute Idee. Ich freue mich schon auf die neuen Möbel. Komm, fang! Ach, die Katzen sind heute auch ganz faul. Wahrscheinlich ist ihnen zu warm zum Spielen. Ich baue jetzt die neuen Gartenmöbel auf. Wollt ihr mir helfen? Oh ja! Schneller, Papa! Schneller, Papa! Schneller, Papa! Alle absteigen, bitte! Oh Mann! Haben wir noch mehr Möbel? Ja, noch ein Stuhl. Wollt ihr die Polster tragen? Ja, das machen wir. Ich bin schon groß. Ich kann schon gut helfen. Ich auch. Ich kann sogar schon ein ganz großes Polster tragen. Schaut, wo ihr hinläuft, Kinder. Oh, ist das gemütlich. Du sitzt ja auch auf meinem Schoß, Anna. Jetzt fehlt nur noch der Sonnenschirm. Bin gleich wieder da. Oh, das sieht doch toll aus. Ah, da fehlt ja noch der Ablagetisch. So, fertig. Wunderbar. Ich finde die Möbel auch schön. Ja, ich auch. Oh, und ich bin ganz durchgeschwitzt. Ich gehe mich mal umziehen. Okay, Papa. Ah, herrlich. Ich mache es mir gleich auf der neuen Liege bequem. Wenn es heiß ist, da muss man viel trinken, oder Papa? Ja, richtig. Mama hat mir eine Erdbeermilch gemacht. Das hört sich gut an. Was ist denn da los? Wer klingelt da so? Das ist doch ein Eisverkäufer. Papa, Papa, kriegen wir ein Eis? Ja, ich nehme auch eins. Komm, wir schauen mal. Oh, ein Eis ist jetzt genau das Richtige. Ich nehme auch eins. Guten Tag, was hätten Sie gerne? Ich will Himbeer. Für mich Schoko, bitte. Sehr gerne. So, ein großes Himbeereis für die junge Dame. Danke. Und Schokolade für den Papa. Danke. Ich möchte auch Schoko, bitte. Gerne, kommt sofort. Bitteschön. Danke. Was ist das Orangene? Orange Maracuja. Oh, das probiere ich mal aus. Heute ist schon wieder so ein heißer Tag. Es soll wieder 30 Grad geben. Ich baue euch den Pool auf. Ja, super! Da können wir mit unseren Seepferdchen baden. Dürfen wir schon rein, Mama? Ja, ihr könnt schon rein. Aber nicht nass spritzen, Mama. Natürlich nicht. So, jetzt ist auch schon genug Wasser drin. Hurra! Hurra!
mein Seepferdchen schwimmt im großen Meer. Und dann trifft es deins. Ja, und dann schwimmen sie zusammen ums Korallenriff. Da sind auch viele bunte Fische. Boah, am liebsten würde ich mich gerade mit ins Planschbecken legen. Ja, eine Abkühlung wäre jetzt gut. Vielleicht sollten wir uns das mit dem Pool doch noch überlegen. Wir könnten uns ja mal erkundigen, was sowas kostet. Eis! Oh, der Eisverkäufer ist wieder da. Bitte schön, ein Schokoeis. Danke. Hallo Lisa, was nimmst du für eine Eissorte? Hallo Lena, ich nehme heute Schoko. Das hatte ich gestern, das hat gut geschmeckt. Puh, lauter Schokoladenfans hier in der Straße. So, bitteschön. Danke. Ich möchte auch Schokolade. Ich Himbeer. Für mich ebenfalls Schokolade, bitte. Und ich nehme Pistazien. Ist das lecker. Vielen Dank, lasst es euch schmecken. Danke, auf Wiedersehen. Tschüss zusammen. Wollt ihr heute nicht draußen spielen? Ach nein, es ist viel zu heiß. Wir basteln lieber was. Nanu, was war denn das gerade für ein Geräusch? Komisch. War das nicht die Klingel vom Eisverkäufer? Aber jetzt ist es schon wieder still. Komm schnell, wir müssen mal schnell nachsehen. Nicht, dass wir ihn verpassen. Ja, los, schnell nach draußen. Eis, 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 Eis. Der Eisverkäufer ist gar nicht da. Oh, schade. Wir haben es falsch gehört. Wartet mal, hört ihr das auch? Hilfe, Hilfe, Hilfe. Schaut doch nur, da hinten liegt der Eisverkäufer im Gebüsch. Du meine Güte, sind Sie verletzt? Mein Bein ist eingeklemmt. Wir müssen schnell den Wagen aufstellen. Nicole, halte du da vorne. Auf drei stellen wir auf. 1, 2, 3. Puh, geschafft. Oh, vielen Dank. Zum Glück habt ihr mir geholfen. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der Wagen so schwer ist. Wie geht es Ihrem Bein? Soll ich einen Arzt holen? Nein, nein, das geht schon gleich wieder. Vielen, vielen Dank. Eis zum Kühlen habe ich ja ausreichend dabei. Ja, okay. Oh, mein schönes Eis ist zermatscht. Aber zum Glück nicht alles. Als Dank für eure Hilfe mache ich heute ein extra großes Eis für euch. Umsonst. Oh! Das ist aber sehr nett. Vielen Dank. Ich hab's gleich. Ich muss nur noch die Sonnencreme einpacken. Lena, guck mal. Anna, du siehst ja gar nichts mehr. So, Anna, Mütze richtig aufsetzen und dann geht's los. Boah, die Kühltasche ist aber schwer. Sarah und Martin müssten auch schon da sein. Das Babyschwimmen geht gleich los. Ah, okay. Sag mal, was ist in der Kühltasche alles drin? Die ist so schwer. Nur ein wenig was zum Essen. Hallo! 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 Hallo Paul und Alex! Die zwei dürfen nachher zum Babyschwimmen. Darf ich beim Babyschwimmen zuschauen? Klar, komm, dann zieh ich dich gleich um. Jetzt werden die zwei noch eingecremt, damit sie keinen Sonnenbrand bekommen. Ich glaube, das mag er nicht so. Bestimmt, weil die Sonnencreme immer so kalt ist. Bevor wir ins Becken gehen, müssen wir aber noch duschen. Papa macht das zuerst. Boah, es ist kalt! Die warme Dusche ist dort drüben. Ja, ja, danke für den Hinweis. Ja, gleich sind wir fertig. Was denn so? Jetzt sind wir unter der warmen Dusche. Hui, ganz schön viel los im Becken. Hallo zusammen, ich bin Olli und hier der Bademeister.
Ich werde mit Ihnen jetzt das Babyschwimmen machen. Willst du auch mitmachen? Nein, ich bin noch kein Baby mehr. Ich kann sogar schon schwimmen. Mit Schwimmflügel aber nur. Haha, alles klar. Oh, das ist super hier. Mir ist das zu langweilig. Wir könnten doch mal alle Rutschen ausprobieren. Ja, gute Idee. Das machen wir. Wir könnten ja alle zusammen rutschen. Oh ja, ich will auch. Auf welche Rutsche gehen wir zuerst? Auf die gelbe. Also dann los. Guck, ich bin schon hier oben. Gleich sind wir auch bei dir. Jetzt sind wir bei der gelben Rutsche. Anna, ich nehme dich auf den Schoß. Ist gut, Mama. Hey! Das war schön, Mama. Ja, Rutschen ist toll. Ich komme. Los geht's. Ich war ganz schnell. Ja, cool. Papa, der Strudel geht an. Schnapp schnell das Boot. Cool! Schade, schon wieder ausgegangen. Ist das Babyschwimmen schon fertig? Ja, das geht nicht so lange, aber es hat Spaß gemacht. Wir können ja später nochmal zusammen ins Wasser. Oh ja, ich will auch mal mit Paul und Alex ins Wasser. Also ich habe jetzt erstmal Hunger. Was haben wir denn in der Kühltasche? Ha, eine riesen Wassermelone. Jetzt ist klar, warum die Tasche so schwer war. Wer hat denn die nur eingepackt? Das war ich. Ich habe so gerne Melone. Ach, sowas. Die werden wir jetzt gleich ganz aufessen, weil die trage ich nicht wieder nach Hause. lecker. Ich finde, das war eine gute Idee von Anna. Aber Papa, wir wollten doch alle Rutschen ausprobieren. Das stimmt, Lena. Sollen wir zwei nochmal rutschen? Ja, jetzt gleich. Okay, machen wir. Ich will nicht mit. Ich spiele jetzt lieber mit Paul und Alex. Ist gut, Anna. Also Lena, gehen wir. Wir sind oben. Puh, das ist aber schon ganz schön hoch. Uiuiui. Schau, und hier ist die Riesenwellenrutsche. Ach du meine Güte, die sieht ja richtig gefährlich aus. Ach nein, die ist nicht schlimm, Papa. Ich rutsche voraus. Und los! Wow, das macht Spaß! Au, wie ist das hoch? Und diese Wellen, na, ich weiß nicht. Rutsch runter! Ihr dürft vor, Jungs. Okay, danke. Dann muss ich wohl. Oder soll ich wieder eine Leiter runter? Hey, Sie da oben. Bitte rutschen Sie zügig, damit nicht so viele Personen auf der Plattform stehen. Oh Mann, und die zwei Jungs sind auch schon wieder oben. Ha, Augen zu und durch. Puh. Super, Papa, du hast es geschafft. Na, hat dir deine Höhenangst zu schaffen gemacht? Nein, nein, ich wollte nur noch ein wenig die tolle Aussicht genießen. Ja, wir haben schon viel erlebt im Sommer. Und nächste Woche geht es bei uns hier gleich weiter mit neuen Sommergeschichten.
Hier könnt ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren, damit ihr immer auf dem Laufenden bleibt. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr hier einfach auf diese anderen Videos klicken. Dann könnt ihr die gleich auch noch anschauen. Bis bald. Tschüss.